Ich sollte mich natürlich auch nicht in die Enge treiben lassen. Okay. Das war das. Genau, Blute. Blute und stirbt, das ist schön. Genau, du da. Okay, da war ich zu langsam. Okay, der legt sich schlafen. Das heißt, ich schieße auf Hans. Okay, Hans steht zu weit weg. Genau, Hans, Flammen. Dass ich dich hauen kann. Hans ist zum Glück langsam, was den Angriff angeht. Außer er macht das. Sollte jetzt aber aufpassen, dass sie mich nicht in die Ecke drängen. So, das war Hans. Ja, jetzt brauche ich wirklich wieder ordentlich Fumium. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt ordentlich möglich ist, das Max-Level zu erreichen. Das lief eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Vor allem dadurch, dass ich mich durch Nahkampf heile. So, ich gucke dann bei Gelegenheit. So. Dich kann ich mal rausschmeißen. Aber ist das noch was, was ich hier rausschmeißen könnte? Nicht wirklich. So, Silver Key war das hier. Ja, dann komme ich nämlich jetzt hier weiter. Okay, irgendwas, was man verschieben kann. Charging Station. Okay, hier kann ich die Golem-Batterie einlegen. Das hier ist was auch immer. Hier ist ein Hebel. Okay, das macht super viel. Und wahrscheinlich, weil da noch rot ist. Das heißt, wir gehen erstmal hier weiter. Das sieht doch fast schon verdächtig aus.
Aber wie gesagt, manchmal ist eine Nische nur eine Nische. Und hier ist nichts. Das wiederum sieht wieder etwas gefährlicher aus. This should power up the teleportation router in the main room. I just hope it's safe to use. Never really liked this experiment or any of the results. Okay. Oh, das ist ein anderer Golem. Nein, das ist immer noch die Art. Okay. Wobei, er teleportiert mich nicht zu sich ran. Er macht Fernkampf. Nämlich die Art vom Fernkampf. Okay, dieser Golem ist definitiv nicht so anstrengend wie der Teleporter-Golem. Ich muss ihn nur dazu bringen, seine Specials zu machen. Firewave Golem, tatsächlich. Ist eine neue Art von Golem. Hat aber auch gut Fumium gegeben, jetzt wo ich ihn getötet habe. Oh. Was hat das jetzt geöffnet? Ich habe irgendwas aufgehen gehört, auf jeden Fall. Munition ist nicht schlecht. Impossible? Impossible! Marcus has managed to get in? But how? His ship was shot to pieces by tower cannons and sunk to the sea bottom, with everybody on board. Even if he somehow survived, how would he get past any of the sea level entrances? I had them overridden and closed shut from the inside. Unless... No, she has no reason to help him. She knows we depend on each other. She needs me! Ah, scheinbar hat... Looks like I still have an ally in this fight. Thank you, Sophie. So. Funktioniert das jetzt? Nö. Boah, was sind die Dinger da? Ich weiß nicht, ich kann mir sie nicht angucken. Gar nichts. Und ich habe keinen Hinweis darauf, was das für Teile sind. Charging Station Slot. Gut, den einzigen Hinweis, den ich habe, ist, dass jetzt hier das Teil geht. Okay. Und ich jetzt die Kombination ausprobieren kann. Eins, das wird eine Null sein, eine Eins und hier hinten. Na dann. Oh Mann.
Solange du dich nur rumteleportierst und nichts beschwörst, kann mir das gerade egal sein. Oder einfach stirbst. Bei deinen Beschwörungen, die geben mir kein Fomium. Sie heilen mich nur, wenn ich sie haue. Ah, ich bin immer noch auf der Ebene. Gut. Hier sind wieder Nischen. Wie viele Secrets gibt es hier eigentlich? 4. Ah, aber ich habe schon eins gefunden. Das heißt, unten gibt es noch 2 und hier gibt es 3. Ja, da komme ich auf meine Secrets. Ja, die Dinger hier machen mich auch wieder skeptisch. Ob hier nicht irgendwas versteckt sein könnte. Wenn ich hier drauf stehe, geht der Kack auf. Au. Wer auch immer dich eingeladen hat. Ich weiß nicht. Ah, du blutest. Schön. Und jetzt? Hat das irgendwas gemacht, außer mir Schmerzen zuzufügen? Die Druckplatte betätigt, ja. Ah, noch 460 knapp. Und so wie es aussieht, sind da wieder entweder wieder Rundungsfehler drin oder ich habe durch irgendetwas ein Fomium mehr gekriegt. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass hier nichts ist. Sieht mir hier irgendwie zu verdächtig aus. Ich gucke es mir noch einmal ganz kurz an, bevor ich in die nächste Falle tappe. Also ja, gerade die 2 Nischen hier. Nö. Du bist auch nichts zum Drücken. Okay. Ich habe auch die Mitte geöffnet, so wie es aussieht. Ja. Du kannst mich ruhig treten, das macht mir nicht so viel aus. Erstens nehme ich nämlich nicht mehr so viel Schaden. Ah, da muss ich was rüberwerfen. Alloyed Sword bringt mir nix. Noch so ein Spiegel. Anomaly Research Chamber. We've been quite capable of the... Also, ja. Quite capable, wie kann man das nochmal übersetzen? Wir sind in der Lage zu bestimmen, die Verhaltensmuster zu bestimmen, vom Fomium zu bestimmen. Wir sind in der Lage, die Verhaltensmuster vom Fomium in größeren Detail zu bestimmen. Aber von Zeit zu Zeit tauchen Anomalien auf, die bis jetzt noch keiner von uns entschlüsseln konnte. Eine dieser Anomalien hat sich in einer der Testkammern eingenistet.
Also wurde diese Kammer dazu auserwählt oder dazu dazu bestimmt, zu untersuchen, was auch immer das für ein Ding ist. Kombination 11011, Lisa Teleport Operator. Okay. Und hier drin ist, nehme ich an, auch nichts. Nö. Irgendwie will ich aber das nicht glauben. Ah, dachte ich es mir doch. Aha. Finisher. ...50% Integrity Threshold. Okay. Achso, das heißt, ein Gegner, der 50%, unter 50% Integrity ist, nimmt 50% mehr Damage. Okay. Woher auch immer der andere Knopf dran war. Ich habe vielleicht eigentlich erwartet, dass hier dann irgendwo was aufgeht, aber scheinbar nicht. Hm. Okay. Das erschreckt mich immer wieder. Gut. Ich würde sagen, wir können noch in die Kammer reingucken. 111010. Okay. Hier ist nicht mal die Kamera an. Ich kann hier was angreifen. Okay, gruselig. Ja. Oh. Was für eine Sorte bist denn du? Ach, die Eissorte. Okay. Den da töten wir noch.
wenn er sich töten lassen würde. Die kann man recht gut verarschen, merke ich gerade. Okay. Beenden wir das Spielchen mal. Oh. Wer auch immer dich eingeladen hat. Noch zu uns zu stoßen. Ich wollte dich nicht hier haben. So. Gut. Jetzt aber. LP 012. Und dann sehen wir uns gleich wieder.